Ja, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen Gothic 2. Wir haben hier in der Taverne geschlafen, in der Hoffnung, dass das Wettsaufen nun mal vorbeigeht. Ja, und mir ist die Aufnahme schon wieder abgekackt. Ja, manchmal ist es halt so. Da bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich gewartet. Was ist passiert? Das Wettsaufen ist endlich vorbei. Wer hat gewonnen? Diesmal hat Randolph gewonnen. Läuft. Uka hat wohl einen schlechten Tag gehabt. Na, der hatte So, keinen also ich Schnaps hoffe, dass dabei. das das letzte Mal Ja. war. Ich will so ein Theater nicht mehr in meinem Haus haben, merkt ihr das? Ist notiert, aber Randolph, mein Warte Freund. mal. Kopfschmerzen? Das ist doch alles gut. Mir geht's bestens. Dieses Mal hat es endlich geklappt. Ich danke dir nochmal für dein Geld. Hier hast du es zurück. Ruka steht nicht so schnell wieder auf. Sehr gut. Ja, neben ist nämlich wieder die Aufnahme abgekackt. Naja. Er hat auf die falschen Leute gehört. Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Hier hast du dein Geld. Und jetzt kein Wort mehr. Versprochen. Sehr gut, jetzt sind wir wieder ein bisschen reicher. Und gehen erstmal zurück zum Kloster. Bim, 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 bim. Zum Kloster, zum Kloster. Vorher machen wir einen kleinen Zwischenstopp. Bieten uns gepflegt einen ab. Und dann kriegen wir einen Mana. Ein Mana ist immer gut. Und ja, 100 Gold sind schon ein bisschen Geld. Das ist schon. Aber ich finde diese Klamotten, das sind der Hammer. Ja, auf jeden Fall ein bisschen Mana ist besser als 100 Gold. Aber das ist schon geil, wenn man sich die Klamotten so anguckt. Das ist so wie so ein alter Hot Rod. So ein schönes Ami-Auto und naja gut. So, jetzt werden wir mal im Kloster den ganzen Kram nochmal machen. Ich kann euch sagen, jetzt kommen ganz viel Gelaufe und Gelaber. Das ist aber manchmal einfach so. Da muss man dann durch. Und dann kriegen wir das schon hin. So. Müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier... müssen nämlich jetzt gleich die Wurst verteilen. Was jetzt nicht unbedingt der schönste Job aller Zeiten ist. Mal gucken. Ja, aber irgendwie, diese Klosterheinis haben halt auch nichts vor. Also die haben halt tatsächlich als Mission noch immer nur sowas. So, öffnen Sie mir die Türe. Und dann gehen wir mal, wir müssen auch diese Job machen. Weil ohne diese Job, Hast du eine Aufgabe für mich? Ihr Novizen habt in den letzten Tagen viel gearbeitet und wer viel arbeitet, soll auch essen. Ja. Ich gebe dir den Schlüssel zur Vorratskammer. Dort findest du Schafswürste. Verteile diese an die Novizen, aber verteile sie gerecht. Wenn du das getan hast, darfst du dich wieder bei mir melden. Verteile sie gerecht. Als ob das... Hier haben sie gerade den Bock zum Gärtner gemacht. Aber na gut, das ist ihr gutes Recht. Sollen Sie das mal tun? Ich bin gerne der Bockgärtner. Schlag mich tot. So. Öffne Sie die Vorratskammer. Hier vorne holen wir uns mal die Schafswürste raus. 14 Stück. So, dann müssen wir hier mal eine kleine Speicherung durchführen. Weil ich muss jetzt diese Truhe hier aufknacken. Kann ich sagen, in der letzten Aufnahme habe ich das ungefähr 30 Mal probiert, deswegen kenne ich auch die Kombi. Aber ich habe nämlich nur noch einen Dietrich. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig machen. Weil mir bricht ja auch jedes Mal der Dietrich sofort ab. Ich bin ja geschickt wie ja, eine tote Kuh auf der Wiese oder sowas. Hier gibt es übrigens alles, was wir für unseren Jäger brauchen. Das ist ganz geil. Katatonga. Und hier hinten gibt es das Rezept. Das ist dieses Rezept, nach dem alle suchen. Das können wir jetzt spontan direkt beim Kräuterheini abgeben. Das möchte ich aber gar nicht machen. Sondern ich möchte das natürlich erst einmal... Hey! Willst du eine Wurst? Ah, lecker, lecker. Ah, vielen Dank, Bruder. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Und jeder kriegt nur eine. So, und jetzt können wir uns nämlich eine kleine Armee von Besenschwingern organisieren. Pass mal auf, das habe ich auch schon ausprobiert. Das funktioniert wunderbar.
Matthias, eine Wurst. Willst du eine Wurst? Klar, immer her damit. So eine Wurst ist nicht zu verachten. Genau. Nicht zu verachten. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammer. Bin ich der Einzige, der dir hilft? Nein. Nein, ich habe bereits Hilfe bekommen. Dann bin ich dabei. Sehr gut. Das war Besenkrieger Nummer 2. Dann müssen wir mal dem Babo hier seine Wurst zukommen lassen. Hier, nimm eine Wurst. Oh, Schafswürste. Toll. Die schmecken am besten. Gib mir doch noch eine Wurst. Nein. Dann habe ich nicht mehr genug für die anderen. Eine Wurst hast du eh zu viel. Nein. Nimm ich die, die für dich bestimmt ist. Nein. Was ist schon eine Wurst unter Freunden? Komm, ich gebe dir auch eine Feuerpfeilspruchrolle dafür. Nein. Nein. Nein, das mache ich nicht. Mann, du bist auch einer von denen, die es ganz genau nehmen. Absolut, was. Ich bin deutscher Beamter. Mich kann man, also, bestechen nicht möglich. So, hier, Dyrian. Hey, du. Ich verteile gerade Würste. Danke. Hoffentlich wird das nicht meine letzte Wurst sein, die ich hier bekomme. Du bist eine arme Wurst, mein Freund. Aber das wird schon. So, hier sind noch Novizen. Hey. Ich verteile gerade Würste. So, dann arbeitest du für Gorax, was? Ja, so bin ich. Nun, dann gib mal her die Wurst. Willst du eine Wurst? Klar, immer her damit. Ja. So eine Wurst ist nicht zu verachten. Das stimmt. Nicht zu verachten. Das ist auch eine große Wurst. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammern. Klar helfe ich dir. Wir Novizen müssen doch zusammenhalten. Mhm. Eine Hand wäscht die andere. Ich brauche nur 50 Goldstücke, weil ich noch Parlan bezahlen muss. Okay, ich bezahle. Gut, dann werde ich mal loslegen. Sehr gut. Und schon haben wir eine Besenschwinger-Armee von 3 Leuten. Hey, du. Wie wär's mit einer leckeren Schafswurst? Da sage ich nicht nein. Danke, Mann. Das ist jetzt genau das Richtige. Ja, ist es. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammern. Oh Mann, du bist gerade mal hier und lässt dir direkt die Fegerei aufs Auge drücken? Tröste dich, mir ist es genauso gegangen, als ich hier neu war. Und deswegen helfe ich dir. Wir haben gedacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Aber natürlich kriegen wir das hin. Argon. Hey, du. Ich habe hier eine Schafswurst für dich. Schafswurst, Schafskäse, Schafsmilch. Oh, Heulmann. Dann kann ich es nicht mehr sehen. Dann ist es nicht. Willst du jetzt die Wurst oder nicht? Ach, gib schon her. Mensch, du, das ist ein Nurlsack, ey. Furchtbarer Typ. Schafswurst, Schafswurst. Ja, was willst du machen? Manchmal ist halt blöd. Hey. Wie wär's mit einer leckeren Schafswurst? Da sage ich nicht nein. Danke, Mann. Das ist jetzt genau das Richtige. So sieht das aus. Da habe ich noch 4 Novizen. Und so, dann bin ich ja hier spontan. Bin doch auch ein Novize. Willst du eine Wurst? Klar, immer her damit. So eine Wurst ist nicht zu verachten. Wie wär's mit einer leckeren Schafswurst? Da sage ich nicht nein. Danke, Mann. Das ist jetzt genau das Richtige. So sieht das aus. Lecker, lecker Würstchen für alle. Ja, das Klosterleben ist schon eines der aufregendsten Leben, was man sich überhaupt vorstellen kann. Da ist also richtig Action, da ist ganz schön Spaß im Glas. So, hier, hallo, ich... Obwohl, los. Hier. Ich habe hier diese Schafswurst. Ja, guck da oben, du Blöde. Wahnsinn, endlich wieder eine leckere Schafswurst. Lecker, lecker, endlich. So, hier hast du das Rezept. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Gut, dann lass mich mal lesen. Ja, darfst du. Aha. Ja. Verstehe. So, so. Gut. Vielen Dank. Wenn du willst, kannst du bei mir trainieren. So bin ich. So. Wir speichern mal wieder. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht zur Not auch an einer neuen Stelle nochmal aufnehmen können. Ah, ja, ja, ja. So, Pedro, hey. Mein Freund. Komm, hier. Iss meine Wurst, Bruder.
Gut, dass du an mich gedacht hast. Meistens werde ich vergessen. Du kannst mir direkt mal noch eine Wurst hier lassen. Ich hab keine mehr. Vergiss es, dann habe ich nicht mehr genug. Hey, eine Wurst. Das merkt kein Schwein. Du kriegst auch was dafür. Ich weiß, wo ein paar Feuernesseln wachsen. Ich habe keine mehr. Wenn du die Neoras bringst, kriegst du bestimmt den Schlüssel zur Bibliothek. Immer. Wie sieht's aus? Nein, vergiss es. Du willst dich wohl bei Gorax beliebt machen, was? So bin ich. Immer das Gleiche mit den neuen Novizen. Ich will beliebt sein. Ich bin ein beliebter kleiner Saftsack. Ich sei froh, dass ich dir überhaupt eine gebracht habe. So. An der Stelle ist es übrigens das letzte Mal abgekackt. So, Gorax. Ich habe die Würste verteilt. Und du hast es gerecht getan. So bin ich. Nimm diese Spruchrollen der Heilung und verrichte weiterhin deine Arbeiten. Spruchrollen. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Ja. Wie du weißt, keltern wir hier einen hervorragenden Wein, sehr gut, den wir auch verkaufen. Ja. Orlan, der Wirt der Herberge zur Toten Harpie, hat eine Lieferung bestellt. Ausgemacht sind 240 Goldstücke für die Flaschen. Bring ihm diese Flaschen, aber lass dich nicht von ihm übers Ohr hauen. Okay, dann müssen wir mal wieder in die Taverne latschen. Vorher würde ich aber schnell noch das Rezept abgeben. Wenn ich es schon gefunden habe, kann ich es ja auch mal zurückgeben, wa? Ich bin ja jetzt so... Wo ist er denn, der Kräuter-Heini? Hier. Neoras, Licht meines Lebens. Gegrüßt seist du. Wegen deinem Rezept. Ich habe es gefunden. Gut. Ich hatte schon befürchtet, es wäre verschollen. Hier, Quatsch. Nimm diesen magischen Trank als Zeichen meines Dankes. Was hat er mir denn für einen Trank gegeben? Ach, war wahrscheinlich nur ein Heil- oder ein Mana-Trank. Naja, gut. Besser als nix, wa? So, jetzt werden wir mal gucken, ob der Palan mit mir zufrieden ist. Hab es ja hier toll gelöst mit dem... Wegen der Novizenkammern. Du hast tatsächlich 4 Novizen gefunden, die dir helfen. Hm. Ich denke, sie können jetzt wieder ihrem Tagewerk nachgehen. Gut gemacht, Novize. Du hast die Aufgabe gelöst, vor die ich dich gestellt habe. Glaubst du wirklich? So bin ich. Ich löse Aufgaben. Jetzt hat es schon wieder gehangen in meiner Aufnahme. Naja gut, mal schauen. Ja, jetzt latschen wir mal nochmal hoch in die Taverne und verkaufen noch den Wein. Und da fängt es an zu schiffen. Das ist doch auch nicht schön. Jetzt renne ich hier durch den Regen. Verdammt. Und dann stehst du im Regen. Und niemand, der hält dir den Schirm. Und deine Seele, sie erfriert. Verrückt. Ich kann ohne dich nicht leben. Oh Gott. Jetzt singe ich ja schon alte DDR-Schlager. Das ist auch der Hammer. Naja. Da merkt man wenigstens, wo ich herkomme. Das war auch schön. Ach Gott. So. Es regnet, du hast das Zeug hält. Das heißt, für mich wäre das wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, direkt in der Taverne noch eine Nacht zu pennen, weil diesen Regen kann ich gar nicht ab. Boah. Da wird die schöne Feuerkutte ganz nass. Das ist nicht schön. Nicht schön. So. Guten Tag, ich bin der Mann mit dem Wein. Ich bringe den Wein aus dem Kloster. Ausgezeichnet. Darauf habe ich schon gewartet. Ich habe mit Meister Gorax den Preis schon ausgemacht. Ich gebe dir die 100 Goldmünzen direkt mit. Geht's dir noch gut? Willst du mich verarschen? Der Preis sind 240 Goldmünzen. So, Gorax hat dich wohl vorgewarnt. Ja. Gut, vielleicht kommen wir 2 Jahre ins Geschäft. Pass auf, ich gebe dir 100 Goldmünzen für den Wein. Du erzählst Gorax, dass ich dich über den Tisch gezogen habe und bekommst von mir 4 Spruchrollen. Ich habe was anderes gehört. Das interessiert mich nicht. Was sind das für Spruchrollen? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht damit aus. Die sind von einem Gast, der
hat sie hier vergessen, ja. Nee, ich nehme das Geld. Hey, gib mir einfach die 240 Goldmünzen. Du willst dein Geschäft machen, was? Na gut, hier ist das Gold. Das wird sich nie ändern. Ja, nee, das ist... Spruchrollen, ehrlich gesagt, brauche ich auch keine Spruchrollen. Ich will Magier werden. Ich will ja dann eh die Runen haben. Dann sind Spruchrollen eh redundant. Demnach, was will ich damit, ne? So, dies ist übrigens architektonisch scheiße gelöst hier mit der Tür. Mein Bett, ich möchte eine Runde schlafen. Siehst du? Und so schließt sich der Kreis. Hier haben wir angefangen. Hier endet auch wieder alles. Aquamarin. Ein entstehendes Sumpfkraut. Wie konnte mir das denn entgehen? Ich habe das Sumpfkraut vergessen. Du hast das Sumpfkraut vergessen. Du kleiner Held. Ach Gott, schon wieder DDR-Lieder. Mann, bin ich alt. Das sieht aber komisch aus. Es regnet gar nicht mehr. Ich habe trotzdem jetzt aber wieder eine dreckige, nasse Kutte. Naja. Ein paar Grafikfehler sind mit einkalkuliert. Gut, dann können wir Meister Gorax jetzt bei hier seinen Krempel zukommen lassen, also sein Gold. Und dann werden wir mal probieren, ob wir in die Bibliothek kommen. Das möchte ich ja bitte gerne, danke und so. Und dann bin ich ein fleißiger Student der Arkanenkünste und werde mich dementsprechend mit Macht versorgen. Hochrollen, nee. Nee. Und die Glocken bimmeln. Und das Kloster steht einsam und verlassen in der Gegend rum. Ohne einen Sinn zu haben. Ist das nicht fein? Glück auf, der Ära kommt. Ich war bei Orlan. Und? Hast du die 240 Goldstücke bekommen? Ich habe das Gold bekommen. Ausgezeichnet. Du bist zu gebrauchen. Nimm diese Spruchrolle der Heilung als Belohnung. Oh. Und nun geh und widme dich anderen Arbeiten. Heilungsrollen. Wer braucht schon Heilungsrollen? So, jetzt habe ich, glaube ich, gar keine anderen Aufgaben mehr. Jetzt werden wir mal schauen, wenn ich hier mal auf die Zwischenspeicherung drücke, ob wir jetzt hier in die Bibliothek können. Guten Tag. Bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Du hast Bruder Neoas die Feuernesseln besorgt? Du hast Neoas Rezept wiedergefunden. Den schwarzen Wolf, der den Schrein gefährdete, hast du besiegt. Es ist dir gelungen, 4 Novizen zu finden und so die Kammern zu reinigen. So bin ich. Du hast die Nahrung gerecht an die Novizen verteilt. Ja. Bruder Gorax ist dir aufgetragen. Ja. Du hast den Wein zu Gorax Zufriedenheit verkauft. Ja, Meister. Ja, du hast genug gearbeitet. Jetzt ist es Zeit, dass du die Lehren Inos studierst. Oh, ich bin gut. Sprich mit Meister Hüglers in der Bibliothek. Ich übergebe dir jetzt den Schlüssel. Ich bin ein voll cooler Typ. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Das ist gar nicht die Bibliothek, die ist wahrscheinlich auch im Keller. Gehen wir mal schauen. Guck mal einer Schau. Ach, ist das schön. So. Was haben wir denn hier? Hier ist die Schatzkammer. Die würde ich ja auch ganz gerne nochmal von innen sehen. Mal schauen, wann wir da mal reinkommen. Und dann nehme ich auch alles mit. So. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Okay. Das ist nicht die Bibliothek. Dann ist es vielleicht vorn das Ding. Da war ja noch eine Tür. Wenn es das auch nicht ist, dann hat mein Navigationssinn wieder volle Echse zugeschlagen und ich bin am Arsch. Wir laufen mal eine Treppe hoch. Zick, zack, zack. Und an der Stelle mache ich Folgendes. Ich drücke jetzt wieder auf den Speichern-Knopf. Alter, 37 Folgen. Sag vielen Dank fürs Zugucken. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, einen netten Kommentar schreiben. Freue ich mich drüber. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.